Willkommen zu unserem kleinen Kurs Oberflächenanalytik. Wir unterscheiden die Eigenschaften des Volumens von den Eigenschaften der Oberfläche einer Probe. Die Oberfläche hat häufig andere physikalische und chemische Eigenschaften als der Rest des Volumens und diese Oberflächeneigenschaften sind oft entscheidend für bestimmte Gebrauchseigenschaften. Bei physikalischen Eigenschaften meine ich die Morphologie, also die Struktur, die Porosität, Anzahl und Größe der Poren. Unter chemische Eigenschaften verstehe ich die Zusammensetzung der Oberfläche hinsichtlich der Elemente, die Verteilung dieser Elemente, chemische Eigenschaften wie hydrophob oder hydrophil, die direkt an der Oberfläche relevant sind. Wenn wir diese Eigenschaften analysieren wollen, dann brauchen wir Sonden, die oberflächensensitiv sind, die also wirklich nur die äußersten Oberflächenschichten abbilden. Diese Sonden können zum Beispiel Teilchen sein, neutrale Teilchen oder Ionen, die wir mit der Oberfläche in Kontakt bringen und entsprechend danach analysieren. Teilchen können nicht sehr tief in eine Oberfläche eindringen und sind deshalb ganz ideal als oberflächensensitive Sonden geeignet. Die vielleicht einfachste Art, eine Oberfläche zu untersuchen mit Teilchen, ist die Kontaktwinkelmessung. Hier geben wir einfach eine Flüssigkeit auf eine Oberfläche und untersuchen die Geometrie, welche die Flüssigkeit annimmt. Hier sehen wir ein Beispiel einer intelligenten Oberfläche, die sich je nach Temperatur hydrophob oder hydrophil verhält. Bei hoher Temperatur ist die Oberfläche hydrophob. Wir sehen auf der rechten Seite Wassertropfen, die die Oberfläche nicht benetzen. Der Kontaktwinkel ist größer als 90 Grad. Auf der linken Seite dieselbe Oberfläche bei tiefer Temperatur. Die Oberfläche ist hydrophil und die Wassertropfen benetzen die Oberfläche. Eine weitere einfache Art der Oberflächenuntersuchung mit Teilchen sind Adsorptionsmessungen. Wir führen Adsorptionsexperimente durch, schauen nach, wie viele Adsorbatteilchen vorhanden sind, wie stark diese Adsorbatteilchen gebunden sind und können daraus schließen, wie groß die Oberfläche ist und wie porös die Oberfläche ist. So wurde zum Beispiel diese Polymermembran mittels Adsorption untersucht und aus Porositätsmessungen wurde Anzahl und Größe der Poren quantitativ ermittelt. Eine weitere Art der Oberflächenuntersuchung mit Teilchen ist die Rasterkraftmikroskopie. Diese Mikroskopie, die in den letzten Jahren sehr stark voranentwickelt wurde, besteht darin, dass man eine sehr dünne Spitze über die Oberfläche rastert und die Kraft misst, die auf diese Spitze wirkt. Man betastet sozusagen die Oberfläche und das Tastsignal ist ein Maß für zum Beispiel die Morphologie der Oberfläche oder bestimmte chemische Eigenschaften der Oberfläche. Hier haben wir eine AFM-Aufnahme eines Block-Copolymers. Und wir können sehr schön die Struktur der verschiedenen Polymerblöcke erkennen. Wir erkennen auch, dass nach Anlegen eines elektrischen Feldes die Blöcke sich deutlich ausrichten. Als oberflächensensitive Sonden eignen sich auch Ionen. Bei der Sekundärionen-Massenspektrometrie geht man so vor, dass man mit Primärionen die Oberfläche beschießt und nur die obersten Schichten abträgt, abspattert, wie man sagt, und dann diese abgespatterte Schicht analysiert mittels Massenspektrometrie. Man zerstört dabei zwar einen Teil der Oberfläche, aber die Methode ist so ausgereift, dass man sehr gut kontrollieren kann, wie viele Schichten man abträgt. Diese Art der Oberflächenuntersuchung erfordert deutlich mehr Aufwand als
die Methoden, die ich vorher genannt habe, weil diese Methode Ultrahochvakuum benötigt. Ionen bewegen sich nur im Ultrahochvakuum, so wie man das haben will, und auch Massenspektrometrie funktioniert nur im Ultrahochvakuum. Photonen eignen sich im Allgemeinen nicht sehr gut als oberflächensensitive Sonden, denn Photonen dringen im Allgemeinen sehr tief in einen Körper ein. Allerdings kann man Messgeometrien entwickeln, bei denen die Photonen tatsächlich nur einige Atomlagen in die Probe eindringen, nämlich dann, wenn man mit sogenannter ATR-Geometrie misst. ATR bedeutet abgeschwächte Totalreflexion. Bei diesem Versuchsaufbau dringt das Photon tatsächlich nur wenige Nanometer in die Probe ein und liefert dann nur Informationen über diese wenigen Nanometer. Wir können zum Beispiel Infrarotspektroskopie in diesem ATR-Modus betreiben. Wir brauchen dazu im Grunde nur einen Kristall, der eine hohe optische Dichte hat und können dann fast jedes Infrarotgerät zum ATR-Gerät umbauen. Diese Methode benötigt kein Vakuum. Man kann sich auf die Art und Weise auch rasternde Spektroskopien aufbauen, die chemischen Kontrast dann deutlich sichtbar machen. Wir haben hier eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Copolymers aus PC und PET. Die elektronenmikroskopische Aufnahme erlaubt keinen Aufschluss darüber, welche Phase wo vorliegt. Wir sehen nur einen schwachen Kontrast. Wenn wir hier die Infrarotspektroskopie in der ATR anwenden, können wir die Banden, die dem PET und dem PC zuzuordnen sind, klar unterscheiden. Und wir können dann quasi aus dem Infrarotscan eine Polymerverteilung des Kunststoffes erhalten. Hier haben wir eine klassische Kurve, die uns Aufschluss darüber gibt, wie tief Elektronen in ein Material eindringen. Es ist ganz interessant, dass diese Eindringtiefe abhängig ist von der Energie der Elektronen. Elektronen, die etwa 20 bis 50 Elektronenvolt an Energie haben, dringen weniger als 1 Nanometer tief in eine Oberfläche ein. Sowohl energieärmere als auch energiereichere Elektronen dringen deutlich tiefer ein. Die klassische Art und Weise, um mit Elektronen Materialien zu untersuchen, ist die Elektronenmikroskopie. Diese Elektronenmikroskopie gibt es entweder als Durchsichtsmikroskopie, als Transmissionselektronenmikroskopie oder als Rasterelektronenmikroskopie. Wir können hier sehr schöne dreidimensional wirkende Abbildungen unserer Proben erkennen. Hier zum Beispiel Polymerteilchen, die auf einer Silikamatrix in Kugelform aufgewachsen sind. Oder hier ein Blockpolymer in Transmissionsaufnahme, in der sehr schön die Struktur dieses Polymers herauskommt. Wir können den photoelektrischen Effekt nutzen, um oberflächensensitive Informationen zu erhalten. Wir lassen dazu Photonen, also UV-Licht oder Röntgenlicht, auf eine Oberfläche einwirken. Die entstehenden Photoelektronen analysieren wir und haben damit Informationen über die chemische Struktur der Oberfläche. Die Elektronen kommen nur aus einer geringen Tiefe, darum ist die Methode oberflächensensitiv. Man spricht hier zum Beispiel von Photoelektronenspektroskopie oder Elektronenspektroskopie für die chemische Analyse. Wie jede Elektronenmethode benötigt auch diese Methode Ultrahochvakuum. Die Apparaturen sind entsprechend groß und kostspielig. Auch das Umgekehrte ist möglich, dass wir Elektronen auf die Oberfläche schießen und die Photonen analysieren. Interessant sind hier vor allem die Mikrosondenmethoden, bei denen die Röntgenstrahlung, die charakteristisch entsteht, vermessen wird. Hier haben wir beispielsweise eine Polymermatrix, in der ein Einschluss vorliegt.
wenn wir mit Elektronen auf diese Zonen schießen und die jeweiligen charakteristischen Röntgenstrahlen analysieren, stellen wir fest, dass die Matrix Chlor angereichert ist und der Einschluss Kohlenstoff angereichert ist. Also können wir deutlich sagen, die PVC ist die Matrix. Zusammengefasst können wir sagen, die physikalische und chemische Struktur einer Oberfläche ist für viele technische Eigenschaften wichtig. Wenn wir die Oberfläche untersuchen wollen, brauchen wir oberflächensensitive Sonden, wie zum Beispiel Teilchen oder Elektronen. Adsorption, Oberflächenspannungsmessungen sind sehr einfache Messmethoden. Rastersondenmikroskopie, Ionenmassenspektrometrie, Elektronenmikroskopie und Photoelektronenspektroskopie runden das Spektrum der Methoden ab.